Wir sprechen über Variablen. Was Sie gelernt haben, Variablen sind benannte Speicher für Datenwerte eines Datentyps. Und das wird vorangegeben, von welchem Datentyp die Werte da drin sein dürfen, und man gibt der Variable einen Namen. Ein ganz einfaches Beispiel, was wir hier hinschreiben können, wäre etwa so etwas wie Counter, heißt die Variable. Die soll vom Typ Integer sein und wir geben ihr einen initialen Wert, zum Beispiel von 3. Bevor wir mal dazu kommen, wie wir die ganzen Variablen visuell darstellen wollen, nochmal die kleine Erinnerung daran, wir unterscheiden primitive Datentypen oder Datenwerte von primitiven Typen, primitive Typen von den sogenannten Referenztypen. Referenz heißt Verweis, also von den Verweistypen. Was ist jetzt, wie wollen wir uns das mal vorstellen, wie so ein Speicher dargestellt ist? Ganz kurz, bevor wir da einsteigen, der Typ, der gibt Ihnen einige Informationen an. Wie viel Bit werden dafür in einem Speicher reserviert? Bei einem Int sind das 32 Bit und das entspricht 4 Bytes. Was noch? Wir wissen, das Ganze ist im Zweierkomplement gespeichert. Das ist die Codierung, die verwendet wird. Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, wenn Sie das nachvollziehen und verstehen wollen. Und wir haben auch die Bedeutung, die auch dann die Repräsentation festlegt, dass das eine Ganzzahl ist, die in einer bestimmten Art und Weise im Zehnersystem für uns dargestellt wird, mit Vorzeichen und so weiter. Wenn wir einen Speicher uns vorstellen wollen, dann können wir einfach hier auf dieser ganzen Fläche, die Sie sehen, die ist ja wie ein Speicher zu betrachten, auf dem wir irgendwas ablegen wollen. Um den abzugrenzen, machen wir dafür einfach ein Kästchen. Das ist jetzt ein bisschen simpel, genau genommen, wenn wir das ein bisschen klarer kriegen wollten an dieser Stelle, wäre es so, dass wir jetzt ein Kästchen haben, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer beim Zeichnen, das schon vor festzulegen in seiner Länge, wo wir 32 stellen, wo jeweils entweder eine 0 oder eine 1 drin steht, so ein Muster zum Beispiel. Das geht jetzt so weiter, bis wir am Ende angekommen sind, wo auch irgendwas drinsteht, sind gerade Fantasiewerte von mir. Das wäre die interne Codierung, die dafür verwendet würde, die Einsen und Nullen. Und wir wollen uns das vereinfachen. Das machen wir also nicht auf die Art und Weise. Wir schreiben einen Speicher wieder als Kästchen und legen da die Repräsentation rein, weil es für uns Menschen leichter zu verstehen ist. Also zum Beispiel die 3. Die 3, da orientieren wir uns an Java, ist ein Literal für ein Integer. Darum erkennen wir anhand des Literals sofort, das muss vom Typ Integer sein. Und wir schreiben dann noch darüber, dass das die Variable Counter ist. Für diese Variable gibt es, wenn Sie so mögen, zwei Modi. Man könnte sich ja auch vorstellen, das ist ein Kästchen in der bildlichen Beschreibung. Nehmen wir an, das wäre von oben bedienbar. Dann könnten wir das hier aufklappen und könnten einen neuen Datenwert hier reinschreiben, wie zum Beispiel dann die 4. Auf der anderen Seite können Sie sich auch vorstellen, wenn wir das nicht aufklappen, ist das gleichzeitig hier transparent. Man kann also in diese Zelle, in diese Speicherzelle hineinschauen. Das ist nur so eine Metapher, damit Sie verstehen. Eine Speicherzelle kann ich immer sehen, lesen, ihren Wert sehen. Aber ich muss explizit das Kästchen öffnen, um da etwas reinzuschreiben. Das unterscheidet sich also die beiden Vorgänge. Das ist erstmal eine ganz einfache Art, das Bild zu malen. Jetzt kommen wir mal auf den Referenztypen. Referenztypen kennen Sie noch nicht, aber ich verrate Ihnen mal, wie das da aussehen würde. Wir würden auch da ein Kästchen malen.
geben, der zum Beispiel ist das hier die Variable Student. Upsasa, jetzt verschreibe ich mich auch noch wüst. So, noch eins neu, neuer Versuch. Student. Das ist wieder unsere Variable. Jetzt haben wir noch eine eigene Notation für die Referenztypen. Die Referenztypen, das nennen wir auch in aller Regel Objekte, die Referenztypen sind einfach solche Arten von Kreise. Wir könnten auch also solche Eierkreise oder Kästchen nehmen mit abgerundeten Ecken. Und ein Referenztyp, darum heißt er so, ist eine Referenz, ein Verweis auf ein solches Objekt. Und das stellen wir als Pfeil dar. Das ist also der Unterschied. Primitive Typen werden immer so dargestellt, wobei der Wert, der primitive Datenwert, in dem Kästchen drinne steht. Referenztypen sind immer eine Speichervariable, die verweist auf etwas. So, und jetzt machen wir noch eine kleine andere Vereinbarung. Wir werden künftig grundsätzlich primitive Datenwerte in Speichern in diesem Kästchen reinschreiben, machen aber nicht die Variable, schreiben wir den Namen, schreiben wir nicht daran, sondern wir müssen in der Regel, um kompliziertere Strukturen aufzuzeichnen, in der Regel machen wir das am besten mit Pfeilen, dass wir darauf verweisen können. Dann sagen wir einfach, machen wir diesen Pfeil dahin und schreiben da zum Beispiel Counter dran. Das soll also genau das Gleiche meinen. Jetzt könnten Sie ja sagen, Moment, Herr Herzberg, das ist doch auch wieder ein Pfeil, ein Verweis und das ist gar nicht so verkehrt. Namen sind auch Verweise auf etwas. Wenn Sie im Hörsaal sitzen und ich rufe Ihren Namen, dann ist das ein Verweis an Sie. Ich adressiere Sie auch damit. Und das kann man, wenn man so möchte, auch wieder mit einem Pfeil darstellen. Und hier ist der Aufruf. Man sagt Counter und damit ist diese Speicherzelle gemeint. Das ist eigentlich genau der gleiche Gedanke, bloß wir müssen manchmal Platz schaffen und dann ist es leichter, Zellen irgendwo auf dem Papier hinzumalen und über Pfeile die zu erreichen und den Variablennamen daran zu schreiben. Wenn wir das konsequenterweise auch hier machen, dann sieht das ja auf einmal so aus. Wir haben hier auch wieder den Pfeil auf das Kästchen, schreiben da wieder Student dran und wir haben jetzt die etwas merkwürdige Situation, dass ein Student auf einen Speicher verweist, der nichts anderes ist als ein Pfeil und auf ein Objekt. Und weil das sehr eindeutig ist, wie das gemeint ist, machen wir das jetzt folgendermaßen immer so, dass wenn wir auf Referenztypen verweisen, wir grundsätzlich auch einen Pfeil darauf machen, aber eben jetzt nicht auf ein eckiges Kästchen, wie hier drüben, primitiver Typ ist da drin, Datenwert, sondern auf so ein Ei, ein abgerundetes Kästchen, von dem wir jetzt per Definition einfach sagen, das hier ist ein Referenz, nennen wir das mal Objekt. Das ist also das Objekt, was wir referenzieren. Das hier wird noch kommen, aber damit Sie schon mal den Unterschied kennen, und das hier drüben, das lösche ich mal hier gerade weg, das hier drüben ist der Teil, wie wir bisher arbeiten und wie wir so etwas aufzeichnen würden. Das sind die zwei Arten für Notation von Variablen. Auf diese Art der Darstellung werden wir noch zurückkommen, aber jetzt sind Sie schon mal ein wenig eingeeicht darauf.